Eine schreckliche Entdeckung. Der Täter hatte die Leiche offensichtlich sorgfältig präpariert. Ein akribisch geplantes Verbrechen. Ihr Leichnam wurde gründlich gesäubert, was auch darauf hindeuten könnte, dass der Täter kriminaltechnische Kenntnisse hatte. Kann die Profilerin verhindern, dass der Täter ungestraft davonkommt? Die Kleinstadt Clovis in New Mexico ist bekannt für die alljährlich dort stattfindende Fasanenjagd. Aber in diesem Jahr machen einige Jäger eine schreckliche Entdeckung. 911, was ist passiert? Wir sind auf Fasanenjagd und es sieht so aus, als hätten wir in einem Graben eine Leiche gefunden. Wo sind Sie? In der Nähe der 16er Landstraße, glaube ich. Wir bekamen einen Anruf der Zentrale, dass draußen an der Landstraße möglicherweise eine Leiche gefunden wurde. Wir sahen die Frau im Unterholz, die Hand hilfesuchend nach oben ausgestreckt. Ich überprüfte ihren Puls. Sie war tot. Detective Sandy Loomis und die Mordkommission kommen zur Fundstelle und untersuchen die Leiche. Sie war in den Graben abgelegt worden. Auf der rechten Stirnseite sah man Spuren von Gewalteinwirkung. Man sah Abdrücke von Fingern und Würgemale am Hals. Sie trug keine Kleidung, keinen Schmuck. Man sah, dass sie Piercings hatte, aber der Schmuck war entfernt worden. So etwas haben die Ermittler in Clovis noch nie gesehen. Uns fiel auf, dass sie so aussah, als ob sie vor kurzem gewaschen oder gebadet wurde. Ihre Haare sahen frisch gewaschen aus, als ob sie gerade trockneten. Ihre Fußsohlen waren sauber und damit war klar, dass sie nicht selbst hierher gelaufen war. Es war ungewöhnlich, eine Leiche so vorzufinden. Wir haben schon Fälle gehabt, bei denen man die Leiche aus dem Auto geworfen hat. Aber hier hatten wir es zum ersten Mal mit einer Leiche zu tun, die in einer bestimmten Pose hingelegt wurde. Als die Ermittler die Leiche bergen, machen sie eine schockierende Entdeckung. Sie kennen die Frau. Sie arbeitete in einem beliebten Restaurant. Wir identifizierten das Opfer als Laura McNaughton, eine alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern. Sie war am örtlichen College eingeschrieben und arbeitete nebenbei als Kellnerin. Aber wer wollte ihren Tod? Bei der Suche am Fundort finden die Ermittler nur ein Indiz. Wir fanden eine Bierflasche. Sie fiel uns auf, weil sie nicht verwittert war und offenbar erst vor kurzem dort abgelegt wurde. Im Labor wird die Flasche nach Fingerabdrücken untersucht. Doch sie wurde abgewischt.